Willkommen zurück zu Let's Play Dead Space. Wir haben im letzten Part den Wagen ausgetauscht, den wir austauschen sollten, und uns einen zum Ende hin einen kleinen Herzinfarkt geholt. Und wenn jetzt mal sehen, ob es besser läuft. Wo soll ich hin? Okay, so geht's zurück. Alter, ich hab so Schiss. Moment, ich muss mir die Musik auf meine Kopfhörer erstmal lauter machen, weil sonst... Ich meine, ich muss mich ja wenden, dann muss ich mich auch richtig erschrecken, ne? Das muss ja richtig laut sein. War das? Alter, verfickter Koffer. Wieso habe ich das Gefühl, dass da oben was rauskommt? Weil da was rauskommen kann. Okay. Ah, ist der Safe Room. Danke, Mama. Die Platine fehlt. Hallo, Leute? Are you kidding me? Achso, ich muss die erstmal einbauen, oder was? Ach, ich hab sie ja nur geholt. Ich muss sie ja erstmal einsetzen. Computer der Monorail-Steuerung online. Schiffsweites Monorail-System wurde reinitialisiert. Alle Monorails funktionieren ab sofort nach Vorschrift. Monorail fährt an der Flight Deck Station ein. Quarantäne aufgehoben. Man bin ich der König. Okay, wir sind jetzt an Bord und auf dem Weg zur Brücke. Gut gemacht. Seltsam. Die Quarantäne wurde gerade aufgehoben. Was immer in der Flight Lounge war, ist jetzt weg. Gut. Isaac, gehen Sie zurück zu Kalin und bereiten Sie den Start vor. Wir sehen zu, was wir auf der Brücke herausfinden können, und kommen nach. Wenn wir so lange leben. Das ist doch Wahnsinn, Hammond. Selbstmord. Wir werden Ihr hier sterben. Ihr mangelndes Vertrauen in mich wurde zur Kenntnis genommen, Miss Daniels. Aber ich habe eine Mission abzuschließen, und genau das werde ich auch tun. Mit Ihnen oder ohne Sie. Verstehen wir uns? Bringen wir uns einfach lebend hier raus. Ich darf wieder zurück. Hammergeil. Oh, ich weiß, das ist jetzt schon, dass das will so niemals gewesen sein, Alter. Wo kommt das Lampf her? Wieso ist hier so viel Rauch? Habe ich Rick-Dings wieder aufgeladen? Nein. Gibt's da drin eine Rick-Station? Jetzt hatte ich schon Stays-Modul. Gedöns. Wäre voll cool. Anscheinend nicht. Das ist aber nicht so prickelnd. Warum kannst du keine Stays-Station sein? Was soll das? Warum tust du mir das an? Ich hätte mich vorhin mal vielleicht aufladen sollen, dass diese eine... Wo ich das gefunden habe. Ich hab so Angst vor diesen Deckenventilatoren, wa? Hier kommt doch sicherlich was rausgesprungen. Erstmal vorsorglich alles kaputt schießen. Hier lauert doch irgendwo was. Da kommst du schon raus, ey. Fick dich nicht mit mir. Alter, das Spiel macht sich lustig über mich, ey. Warum flackert das Licht? Das gefällt mir nicht. Oh Mann. Das ist echt gruselig. Ohne Spaß, Alter. Wenn hier gleich Monster entgegenkommt, ne? Sofort die Ladung, Alter. Siehst du, ich hab's gesehen. Ich hab dich gesehen, du kleine Hure. Sämtliche Werkzeuge und Schweißbrenner verstauen. So weit kommt das noch, dass ich mein Plasma gerade wegstelle. Deck, Alter. Na, wartest du um Ecke? Na, wartest du um Ecke? Ja, wartest du. Hab ich genau gesehen, du kleine Hure. Fick dich. Ah!
Ich wusste es, da kommt noch was weiter. Erstmal hat die Ruhe bewahren. Dankeschön. No problem, ich mach das. Locker flockig, Junge. Isaac, wir haben es auf die Brücke geschafft. Das ist ein Albtraum hier. Kein einziger Überlebender. Wir versuchen uns zum Hauptrechner durchzuschlagen. Wünschen Sie uns Glück. Nö. Fick dich. Kannst dir schenken, Alter. Glück kriegst du von mir nicht. Tut mir leid, wenn ich gerade viel zu leise bin oder zu ruhig bin, aber ich muss mich hier echt derbe zurückhalten. Weil wie schon gesagt, das ist überhaupt kein Spiel für mich, ey. Und ich spiele das nur, wenn meine scheiß externe Festplatte wirklich hinüber ist. Ich habe gestern die Info gekriegt, dass sie kaputt ist. Was war das? Gut, dass ich stehen geblieben bin, Alter. Dass sie wirklich kaputt ist und ich habe mir jetzt schon eine neue bestellt. Die werden es wahrscheinlich hinkriegen. Also ist sehr gut möglich, dass sie wenigstens noch meine Daten retten können, dass ich wenigstens noch meine letzten Parts kriege. Und dann wird die Festplatte eingeschrotet. Ich wurde auch kein einziges Mal getroffen. Hammer. Musst du nicht einmal Medipack benutzen. Ah, warte, meine Zeit kommt noch ein. Alter! Hart ins Knie, Alter. Das war unsere Fluchtgelegenheit. Hui! Was ist da unten los? Was ist mit dem Shuttle passiert? Das war unser Ticket nach Hause. Der einzige Weg, das Schiff zu verlassen. Oh ja. Kendra! Nein, Hammond! Das ändert alles! Lassen Sie mich doch nachdenken. Nö. Haben Sie Zugriff auf den Hauptrechner? Fußball! Das bringt nichts. Ich kann nicht auf die Primärsysteme zugreifen. Dafür bräuchte ich die Autorisierung des Captains. Und, wo ist der Captain? Gut. Hier ist er. Captain Benjamin Mathias. Aufenthaltsort? MedLab. Status? Verstorben. Oh. Was? Wie? Ich habe keinen Zugriff auf diese Informationen. Finden Sie den Captain, dann haben Sie auch seine Rig. Und mit seinen Autorisierungscodes habe ich Zugriff auf diesen Rechner. Shit. Isaac, ich schicke Ihnen die Monorail zurück. Gehen Sie zur Krankenstation und finden Sie seine Rig so schnell Sie können. Was war das? Halt! Hallo, was los? Nett. Cool, wir sind hier gefangen. Da soll ich jetzt rein? Hab ich das schon? Kann ich nicht einfach irgendwie Ninja Pro oder so haben, dass ich meine eigenen Schritte nicht höre? Das wäre echt voll cool. Okay, damit schlage ich. Okay. Das muss ich mir eingewöhnen. Wenn ich nicht ziele, schlage ich mit meiner linken Maustaste. Alter,
schon wieder ein Aufzug. Das ist ein Scherz. Das erste Vieh, was mir entgegenkommt, kriegt einen Headshot, Alter. Nee, warte. Beinshot. Ich musste den ja die Gliedmaßen abtrennen. Ist das eklig. Show me your moves. Komm, mach hin. Na, wo seid ihr? Na? Ich weiß auch, dass ihr hier seid. Kleinen Huren. Was? Shop? Interesting. Weg, aber wir haben keine Energieknoten. Das war das Ding, wo die reingestiegen sind, ne? Was ist das? Ich kann mir Energieknoten kaufen. Hammer. Slice mit breitem Strahlen, zeitgesteuerten Minen, ne? Und hier schon mit hoher Feuerrate. Oh, den will ich haben. Geh mich drauf, Scotty. Booyah. Motherfucker. Hey, das sieht viel cool aus. Voll so neues Equip und so. Hammer geil. Was hat er jetzt gebracht? Egal, erstmal kaufen, ne? Das ist Hauptsache. Den habe ich jetzt gekauft. Ich glaube, warte mal, oder? Ach egal, komm, das war, nee. Ja, guck mal, mein Stasis ist leer. Das ist leer, Alter. Leer. Wie kann ich rüber? Achso, okay. Inventar. Können wir die nicht irgendwie bauen? Ich hatte schon zwei Stasis Packs, oder? Hammer nice. Komm. Oh, verkaufen habe ich gedrückt. Das wollte ich natürlich nicht. Das ist ja nicht schlimm. Ich glaube, davon können wir auch mal einen mitnehmen, oder? Aber pass mal dann jetzt. Erstmal hart ausstatten. So, warte mal. Können wir an der Werkbank irgendwie die kleine Medikits groß machen? Geht das? Boah, irgendwie sieht jetzt fetter aus. Nanoschallkrist reparieren. Nee, okay. Ich glaube, ich werde das ganze Spiel mit einer... Ich werde da wahrscheinlich nicht dran ändern. Muss ich jetzt lang? Ich muss tatsächlich mit diesem Schiff fahren. Alter. Braucht man langsam wieder ein Stays-Dings, ne? Stays-Gedöns. Dass ich meine Stays aufschlagen kann. Kapitel 1. Neuzugänge. Abgeschlossen. Fortschritt speichern. Ja, ich möchte den überspeichern. Ja. Ishimura Monorail System. Alles klar, Cutscene, hey, ja. Wer ist das? Was macht die da? Ich will hier nicht raus. Kann ich wieder zurück? Nein. Ah! Hallo? Du brauchst keine Angst zu haben. Ist das Hammond? Ich wusste, du würdest kommen. Wie du es gesagt hast. Laber keine Scheiße. Ich habe das hier für dich aufbewahrt. Kann ich jetzt gehen? McCoy will mich zum Shuttle bringen. Setzen Sie Knie sein, um Knie zu bewegen und zu werfen. Simulus. Oh! So kann ich den Plasma-Kater. Alles klar, ich glaube, ich werde so spielen. So kann ich die Beine abtrennen. So, warte, wie mache ich Chinesen? Das stand jetzt ja nur für den Controller. Aber schau mir meine Maus. Warum gehe ich auf Grafik? Bin ich doof? Steuerung. Grundlegende Steuerung.
Waffenschlott. Schlatt! Ha! Slatt! Slatt! Brotkrümel. B. Störung. Ach. Brotkrümel. Ach so, hin. Ja, natürlich. Da gibt es total Sinn und so, ne? Nein! Ich will. Chinese. Telekinese. F. 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 Froschhawk! Kann ich auch schießen? Froschhawk! So, Kollege, komm mit! Wir gehen eine Runde tanzen. Warte, wo muss ich überhaupt hin? Da rüber. Was soll ich denn da rüber? Ach so! Flammenwerfer? Schieben wir halt einen Download im Shop. Okay. Weißt du was? Du wolltest zum Shuttle? Können wir machen. So, viel Spaß noch. Gnadenlos. Jo, alles klar. Das bin ich. So, was? Flammenwerfer. Boah. Cool. Kann ich mir nachher kaufen. Aber nice. Gut zu wissen. Oh mein Gott. So, okay. Jetzt geht's aber weiter hier. Sicherheitsstation. Alle Besucher müssen sich am Sicherheitsschalter eintragen. Alter! Wir wurden angegriffen. Kendra ist tot. Gerade war sie noch hier und dann... Ich kann nicht glauben, dass ich sie verloren habe. Wir können das noch schaffen. Bringen Sie mir die Codes von der Rig des Captains und dann suchen wir Nicole. Die Crew hat die Tür zum Erste-Hilfe-Flügel verbarrikadiert. Sie müssen sie sprengen, wenn Sie zum Leichenschauhaus wollen. Besorgen Sie sich Thermit in der Medikamentenausgabe und ein Schockpad aus der Zero-G-Therapy am Ende des Flurs. Mit diesem Rauschen ist die Kommunikation zwecklos. Alter. Wieso ist hier überhaupt noch ein Schock? So läuft hier eigentlich alles. Warum liegt hier Stroh? Warum hat Isaac eine Maske auf? So, was gibt's hier? Bin die klar. Bisschen stinkig hier, sagst du? Lebenserhaltung? Okay. Okay, gehen wir erstmal dahin, wo der Brotkrümel uns hinweist. Willst du mir was damit sagen? Hilfe? Mami? Ja, natürlich. Ja, ich habe kein Stasis, das soll ich... Ah! Na, Krampf? Bitte untersuchen Sie sich auf Kontaminationen. Also Filzläuse zu kommen. Hallo? Ich bin der Ronny. Ich suche einen westdeutschen Liebhaber. Nein, natürlich nicht. Oh, Geld. Hey, Plasma-Energie. Jo. Wo muss ich hin? Was muss ich finden? Okay. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Fick dich! Verabschiede dich von deinem Bein, du kleine Hure. Ich muss hier weg. Ah! Mami! Aua! Lad nach, Isaac. Wo ist das Vieh? Fick dich.
hart ins Knie. Ja, da muss ich noch hier rüber. Kommt. Ich weiß, dass ihr auch rauskommt. Warte mal. Ich guck mich hier oben erst nochmal um. Ich weiß, dass ich da runter muss. Oh, ich weiß aber auch, dass ich da rein muss. Ich glaube, solange diese Kontamination kacke ist, komme ich hier nicht weg. Das ist ein Stays-Modul. Das ist immer schon mal sehr gut. Das verschlossen. Das offen. Das war so klar. Mach die Tür auf. Was in Gottes Namen geht da unten vor sich? Ich glaube, das trifft es ganz gut, Doktor. Gottes Werk. Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen annehmen, dass die Probleme der Kolonie in irgendeiner Weise mit dem Marker zusammenhängen. Sie können annehmen, was Sie wollen, aber lassen Sie mich daraus. Der Marker ist ruhmvoll und göttlich. Und Sie, Sie wissen das. Deine Mom! Gottes Wege sind rätselhaft. Wie dem auch sei, wir werden ihn morgen an Bord haben. Dann können Sie ihn analysieren, wie Sie wollen. Warum so beunruhigt? Beunruhigt? Captain, da unten sterben Menschen. Sie töten einander. Ist dieser Irrsinn die Transformation, die Unitology uns lehrt? Doktor Terence. Wenn viel auf dem Spiel steht, ist die Gefahr immer groß. Und hier ist sie gigantisch. Alles könnte sich verändern. Genau das beunruhigt mich. Jo, Mom. Da kommt was. Quarantäne aufgehoben. Also. Den laufen wir hier noch ein bisschen rum. Gucken wir mal Stuff, den wir brauchen können vielleicht. Weil wir Quarantäne aufgehoben. Oh, hier sind die Klos. Oh. Ja. Da hat wohl jemand seine Tage gehabt. Ich konnte Jürgens endlich überzeugen, mir den Videofeed von der Kolonie zu zeigen. Was ich gesehen habe, war unvergleichbar, atemberaubend. Die Bergarbeiter wurden zu etwas Außergewöhnlichem. Ich muss mehr darüber wissen. Und selbst wenn der Gläubige in mir einer von ihnen werden will, will meine wissenschaftliche Seite ihre Geheimnisse lüften. Ich muss einen dieser Nekromorphen, wie Kain sie so nüchtern nannte, untersuchen. Ich muss diese Infektion aus erster Hand erleben. Vielleicht bei den Patienten aus der Kolonie. Nekromorphen? Alter, ist das eklig. Und ich habe jetzt wieder nicht auf die Uhr geguckt und weiß noch nicht, wie lange ich spiele. Ist natürlich ein bisschen doof. Ich glaube, ich spiele jetzt bestimmt schon eine Viertelstunde. Wieso muss ich denn da wieder runter? Das ist ja Quatsch, oder? Warum muss ich denn wieder runter? Was soll ich denn? Ach, ich muss da rein? War ich doch eben gerade. Nee, hier war verschlossen, ne? Ich wollte oben rein, aber oben war verschlossen. Gib mir mein Kram, danke. Da war wohl ein bisschen jemand ohne Biological Prosthetics Center Energie. Naja, der kam jedenfalls immer durch die Tür. Attention, in case of emergency, proceed to hospital wing of medical deck. The VPC is for stabilized injuries only. Ja, klar. Deine Mom. So. Oh, ein Japse. Was geht ab? Hat noch jemand gelebt? Wo ist dieses Mistpferd?
Ich will von dem Fickvieh nicht überrascht werden. Alter, der Stachel steckt da wirklich drin. Ist das ein Baby? Nee, oder? Ist das ekelhaft. Alter! Was haben die hier rumexperimentiert? Ist ja mehr als widerwärtig. Du kleine Scheiße! Das hättest du mal gegen ab, wa? Ja, kommst du mit hoch. Schön dich als Tür. Zeig dich, ich hab dich gesehen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was ist A? Was ist A? Fick dich, du Scheiß, fick dich. Bam! Was ist A? Was ist A? Baba. Wie viele Medikits hab ich noch? Ich glaube, ich habe alle verballert, oder? Ne, gut, ich hab noch ein paar. Ja, cool. Hör auf zu zappeln, das ist nicht cool. Und ich dachte, da hinten kam jetzt gerade ein großer, Alter. Zurück zum Hauptlabor. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich glaube, das war jetzt schon lang genug. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.